Menschen mit Borderline zerstören ihre Beziehungspartner. Das ist ein Satz, der so oder so ähnlich immer wieder von Ex-Partnern und im Internet fällt, der allerdings von der Betrachtungsweise sehr viel zu kurz greift. Richtig ist nämlich auch, dass die typischen Partner von Menschen mit Borderline häufig Personen sind, welche an einem co-abhängigen Syndrom leiden. Und Co-Abhängigkeit wird wiederum so beschrieben, dass die Betroffenen das Bedürfnis haben, ihre Beziehungspartner zu retten, koste es, was es wolle. Dabei ist es ganz, ganz wichtig, dass dieser Rettungsversuch der Idee bzw. dem Kopf des Partners, des Co-Abhängigen entspringt. Es ist meistens nicht der Borderliner, der sich hinstellt und sagt, bitte rette mich. Und so sehen wir immer und immer wieder, dass die co-abhängigen Partner sich in ihrem Rettungsversuch, koste es, was es wolle, in Borderline-Beziehungen aufreiben und sich somit zu großen Teilen am Borderline-Betroffenen auch selber zerstören.